Hallo zusammen, liebe Hallo. Freaks von Espresso TV. Willkommen bei Stone. Daniele kennt ja jeder, denke ich mal. Ist ja jetzt was völlig Neues hier. Ja. Stone. Ja. Wie kam das? Wann kam dir die Idee zu Stone? Die Idee kam, weil wir wollten erstmal eine neue Brand präsentieren mit einer Maschine, das viel kompakter ist. Ja, ja. Zweite Sache war, eine Maschine, das ein bisschen mehr flexibel ist von der Designseite. So, wir können der Design modifizieren, die Farben modifizieren. Yeah. Und drittes Mal wahrscheinlich ein Publikum, das ein bisschen jünger ist. Okay. Weil wir sehen auch, dass jüngere Leute Richtung traditionell Siebträgermaschine möchten. Yeah. Das, weil wir geben mit der Stone der Möglichkeit, damit die können diese neue Welt probieren. Oder cool. Sagen wir so. Ja, wenn das eine neue Welt ist, wo kann man das denn kaufen? Wie ist da euer Konzept? Ja, ist mehr eine Produkte mehr internetorientiert. Ja, okay. Aber die werden auch Showroom, wo die Maschine wird dann präsentiert mit einer guten Beratung. Cool, super, wunderbar. Und vom Innenaufbau? Ja. Interessiert mich das, aber bevor wir auf den Koffer zugehen, machen wir erst noch hier die Elemente. Was zeichnet denn diese Stone aus vom Äußeren? Das neue Geschichte ist, kann man mit sehr viel Flexibilität das ganze Design modifizieren, weil die Seitenwand sind Magnetik und wir können als Beispiel von Holz können wir nach Aluminium Chrom gehen oder auf die Schwarz oder auf die Grau. Cool. Ja, und das ist die Möglichkeit. Hey. Er kann entscheiden, er kann wahrscheinlich von der Total Black anfangen und dann mit einem speziellen Kit, er kann dann auf der Holz gehen. Super cool, keine Kapselmaschine, sondern richtig Espresso. Absolut. Richtig Espresso. Okay, wow. Und jetzt öffnen wir mal die Magic Box. Magic Box, ja, damit wir können zeigen, auch was innen liegt. Okay. Starten von Kessel. Okay. Wir haben einen Kessel mit einer Thermozirkulation, so eine ist beim Ende ganz ähnlich auf einen Zweikreis. Ja. Und das ist der Coffee-Circle. Ja. So, Kaffeewasser wird hier durchkommen und in der Mitte von dieser Spirale kommt die Heizung mit 1000 Watt. Ja, das ist ein ganz schön fetter Brummer. Ja. Aber 1000 Watt ist nicht zu viel, also die meisten haben ja 1200, 1400 Watt. Weil von daher. Wir haben eine zweite Hilfe. Kommt von der 3,3 Kilo Gruppe mit einer Kartusche, einer Heizung für 200 Watt. Und das hilft, das ganze Heizung, damit das Wasser für Kaffee kommt in ungefähr 15 Minuten. Die Maschine ist dann ready to go. Super, super, wow. Also wirklich super innovativ, simpel. Preis ist auch akzeptabel zwischen 1100 und 1500 Euro. Richtig. Je nachdem, Holz ist natürlich teuer und das Holz ist auch was Besonderes, muss ich sagen. Aber das Beste ist immer noch richtig geilen Espresso zu trinken. Meinst du, das geht? Ja. Gucken wir mal. Mogeln wir uns da durch? Ja. Ja. Okay, jetzt sehen wir. Wie heißt er? Louis. 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 Louis, can you please show us how to make espresso? Absolutely, my pleasure. Yeah. So, I'm using the markup grinder. Okay. Just quick flush of the work pad. Yeah. Using the pedal to activate and deactivate. I'm gonna get a double dose. Which beans are used? You're using 80% Arabica and 20% Robusta. Classic style coffee. So we're gonna temp. Okay. Ah. Super important part of the process. How many grams? We are using 17.5 grams in. 2-to-1 ratio. Yeah. And now we will see. Also jetzt schauen wir mal, was der Louis hier fabriziert. Der Louis ist der Entwickler. Ja, klar. Wow, super.
Super development, Louis. Really cool. My pleasure. You understand some German? Not really. Okay, then the... You can teach me. Prost. 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 But I do now with Daniele. Is okay. Also, Daniele, das Ergebnis schaut gut aus. Guckt mal hier rein. Wow. Wow. Louis, you studied mechanic engineering or something? Or? Not yet. Not yet. Wow, wow, cool. Also, super, Daniele. Wow, geil. Ja, das ist wenigstens was Gescheites, nicht dieser Schrott. Ich muss sagen, die Hotels sind super, aber der Kaffee ist stark verbesserungswürdig. Okay, ist doch so, oder? Ja, absolut, ja. Alles ist top im Hotel, aber der Kaffee ist manchmal einfach ein bisschen enttäuschend, sogar in Italien. Das Gute ist, dass ich dann morgens immer heiß Wasser trinke oder Tee und dann erst... Gute Kaffee dann. Ja, cool, cool. Geil. Ciao. Ciao.